Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu Tag 3 unserer Halloween-Woche 2019. In Kooperation mit dem BDSI, dem Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie e.V., zeige ich euch heute 4 leckere Snacks, die auf keiner Halloween-Party fehlen dürfen. Wir machen 2 tolle Dips und 2 knusprige Snacks zum Dippen. Los geht's auch schon mit den Zutaten und der Zubereitung. Wir starten mit knusprigen Hexenbesen, die prima zum Dippen geeignet sind. Dazu braucht ihr frische dünne Teigfäden, wie zum Beispiel Engelshaar aus dem türkischen Supermarkt, Maxi-Salzstangen und geschmolzene Butter. Die Teigfäden werden vorsichtig auseinandergezupft und in kleinen Bündeln um die Salzstangen gelegt und etwas in Form gebracht. Dann werden sie auf ein mit Backpapier belegtes Backblech gelegt und dünn mit der Butter bepinselt. So kommen die kleinen Hexenbesen dann bei 190 Grad Ober-Unterhitze in den vorgeheizten Ofen. Auch gar nicht lange, nur gerade so lange, bis die Teigfäden eine goldbraune Farbe bekommen haben. Das dauert in der Regel nicht länger als 5 Minuten. Und so sehen unsere kleinen Hexenbesen dann nach dem Backen aus. Und weiter geht's mit knusprigen Spinnencrackern. Dazu braucht ihr 400 Gramm Doppelrahmfrischkäse, Pfeffer und Salz, einen halben Teelöffel getrockneten Thymian, einen halben Teelöffel getrockneten Oregano, einen halben Teelöffel granulierten Knoblauch oder eine Zehe frischen Knoblauch, Zwiebelringe, runde Cracker und zum Färben Kurkuma und schwarze Lebensmittelfarbe. Der Frischkäse wird mit Salz und Pfeffer, dem Knoblauchpulver und den Kräutern verrührt und anschließend in 2 Portionen geteilt. Mit Kurkuma habe ich die Creme gelb eingefärbt und mit der schwarzen Lebensmittelfarbe grau. So ist die Creme dann auch schon fertig und kann mit einem Eisportionierer auf den Crackern verteilt werden. Für die Spinnenbeinchen werden die Zwiebelringe vorsichtig geteilt und in die Creme gesteckt. Zum Schluss bekommt jede kleine Spinne noch ein paar essbare Augen und die Leckerbissen können serviert werden. Und natürlich dürfen die passenden Dips nicht fehlen. Für die Halloween-Guacamole braucht ihr 2 reife Avocados, eine Knoblauchzehe, Salz und Pfeffer und den Saft einer Limette. Der Dip ist wirklich ruckzuck gemacht. Die Avocados werden halbiert, die beiden Kerne entfernt und das Fruchtfleisch ausgelöffelt. Dazu kommen dann noch Limettensaft, die Knoblauchzehe, Salz und Pfeffer und das Ganze wird fein püriert.
Servieren könnt ihr das Ganze zum Beispiel in einem tiefen Teller mit einer Deko aus gewürfelten Tomaten, schwarzen Oliven und Creme fraiche, die ihr wie ein Spinnennetz mit einem Spritzbottel aufmalen könnt. Dazu passen zum Beispiel super Tortilla-Chips. Weiter geht's mit einer teuflisch scharfen Tomatensalsa. Dazu braucht ihr eine kleine Dose gehackte Tomaten, Pfeffer und Salz, 2 Esslöffel Essig, einen halben Teelöffel Chiliflocken, eine Knoblauchzehe und 3 Teelöffel Zucker. Die Knoblauchzehe wird grob zerkleinert und in einen kleinen Topf gegeben. Dazu kommen die gehackten Tomaten, Chiliflocken, Zucker, Essig, Salz und Pfeffer und das Ganze sollte bei schwacher Hitze und geschlossenem Deckel eine halbe Stunde köcheln. Bitte rührt aber immer mal wieder gut um, damit nichts anbrennt. Wenn ihr mögt, könnt ihr die Tomatensalsa zum Schluss noch etwas pürieren und dann heiß oder kalt servieren. Als Deko habe ich noch kleine Paprikaschoten vorbereitet und einfach in die Salsa gelegt. Zum Dippen eignen sich hier neben Tortilla-Chips auch prima Chips in schaurigen Geister- oder Halloween-Motiven. No. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen. Morgen geht unsere schaurig schöne Halloween-Woche dann bei der lieben Cook Bakery mit diesen leckeren Nutella-Mumien weiter.